Die berühmteste Trägerin der Capri-Hose ist ohne Zweifel die Schauspielerin Audrey Hepburn. Die knöchellange Hose stand ihr einfach fantastisch. Ihre Figur war geradezu perfekt für die Capri-Hose. Aber auch Stars wie Doris Day und Ingrid Bergman haben der Capri-Hose zu großem Erfolg verholfen. Weltweit wurde sie berühmt. Die deutsche Modedesignerin Sonja de Lennart hat sie kreiert. Auf die Idee kam sie im Familienurlaub auf Capri. Ihr war heiß, sagt sie, und deshalb schnitt sie die lange Hose einfach ab und stiefelte durchs Wasser. Mitte der 40er Jahre brachte sie ihre Capri-Kollektion heraus. Sie bestand aus einem Rock, einem Hut, einer Bluse, einem Gürtel und eben der berühmten Capri-Hose. Die Hose war wie eine kleine Revolution. Sie löste sogar eine Debatte über Anstand und Moralvorstellungen aus. Die 91-jährige Erfinderin ist stolz darauf. Auch heute noch, Jahrzehnte später, ist sie von ihrer Kreation überzeugt. Sie macht sexy, sie macht schlank, sie bringt das Bein ein bisschen heraus. Und die Frauen, die so einen dicken Popo haben, sahen süß aus mit dieser Hose. Zusammen mit ihrer Tochter Silvia lebt sie in New York und plant gerade eine neue Capri-Hosen-Kollektion. Im kommenden Jahr soll sie erscheinen, erzählt ihre Tochter. Als erstes in den USA. Ein Agent in Los Angeles, der kam auf die Idee, sagte, dass jeder ist begeistert von der Idee, dass die Original Capri-Erfinderin, nochmal eine wirklich Original Capri macht. Und so kam es. Mutter und Tochter wollen auch der Präsidentenfrau Michelle Obama ein Exemplar zuschicken. Sie habe die perfekte Capri-Hosenfigur, sagen sie. Natürlich wird auch Doris Day eine Hose bekommen, versichern Mutter und Tochter. Die Hollywood-Stylistin Fu ist sehr gespannt auf die Kollektion. Streng genommen, sagt sie, war die Capri-Hose vor einigen Jahren schon wieder modern, allerdings anders interpretiert. Back in the 50s and 60s, I think the Capri pant really embodied the In den 50ern und 60ern hat die Capri-Hose die Frauen einfach sehr gut gekleidet. Vor allem Hausfrauen haben sie getragen. Sie war sehr praktisch. Man hat sie übergezogen und war gut gekleidet. Später dann in den 70ern war sie verschwunden, aber 2010 war sie wieder da. Sie hatte Reißverschlüsse am Knöchel, war enger geschnitten, eher wie eine Zigarettenhose. With zippers and tighter and more like cigarette pants. Man darf also gespannt sein auf die neue Capri-Hosen-Kollektion. Und wer weiß, vielleicht erobert sie auch dieses Mal wieder die Kleiderschränke der Frauen. Aus Los Angeles, Selma Üst. Die berühmteste Trägerin der Capri-Hose ist ohne Zweifel die Schauspielerin Audrey Hepburn. Die knöchellange Hose stand ihr einfach fantastisch. Ihre Figur war geradezu perfekt für die Capri-Hose. Aber auch Stars wie Doris Day und Ingrid Bergman.